Das vom Jugendinformations- und Bildungszentrum organisierte Vortragsprogramm zum Thema »Was Kinder heute brauchen« fand am 19.02.2019 seine Fortsetzung. Ali van Dornik ist für die Durchführung und Organisation der Vortragsreihe zuständig. In diesem Jahr feiern wir 10-jähriges Jubiläum. Wir haben 11 Vorträge organisieren können. Es sind wieder 3-4 Medienthemen dabei. Mit dem Vortrag Mediennutzung im Grundschulalter wollte Matthias Frelling Eltern sowie Interessierte informieren. Denn heutzutage wachsen Kinder wie selbstverständlich in einer mediatisierten Welt auf. Viele Wissenschaftler sagen, es ist eine Medienrevolution, ähnlich wie der Buchdruck. Erleben wir die digitale Revolution gerade mit einer ganz neuen Art von Kommunikation. Genau, und wir stecken mittendrin und unsere Kinder stecken mit uns da. Genau mittendrin. Dabei werden wir den ganzen Tag von Medien begleitet. Das Smartphone ist dabei allgegenwärtig und nimmt manchmal sogar so viel Platz ein, dass es fast schon so scheint, als würde es über unser Leben bestimmen. Das kann auch Auswirkungen auf die Kinder haben. Also vieles, was gerade bei kleineren Kindern passiert in der Medienerziehung, ist wirklich Vorleben von Elternseite. Das fängt schon damit an, wie der Alltag strukturiert ist, ob die Möbel alle auf den Fernseher ausgerichtet sind, ob wie weit Medien den Tag strukturieren. Genau, also das ist einer der Punkte. Der andere Punkt ist sicherlich auch, dass ich Kinder begleite in ihrer Mediennutzung. Sie nicht allein lasse mit dem, was sie da machen, sondern mitgucke, erkenne, was ihre Themen sind, mit ihnen bespreche, was sie schon verstehen, vielleicht bei Filmen oder was auch nicht. Genau, und sie behutsam ranführe. Kinder interpretieren natürlich Medieninhalte auf ihre eigene Weise. Der Flimmo beispielsweise betrachtet Fernsehprogramme aus der Sicht von Kindern, beispielsweise mit der Hilfe von Einzelbesprechungen kinderrelevanter Sendungen. Und von daher hilft der Flimmo beim Dechiffrieren dessen, wo Kinder und Jugendliche stehen. So, von daher ist es, finde ich, wichtig mitzugucken und mit Kindern darüber zu sprechen, was sie denn da jeweils auch verstanden haben, was ihre Themen da jeweils sind. In den Sendungen. Das ist umso wichtiger, als dass Kinder beispielsweise im Internet auf Inhalte stoßen können, die sie in ihrem Alter noch nicht so einfach begreifen. Neben dem technischen Schutz muss ich auch ansprechbar sein für mein Kind und muss ihm erklären, dass es sein kann, dass es Inhalte sieht, die nicht für Kinder gemacht wurden, und muss ihm anbieten, von vornherein das zu erklären. So, Kinder fühlen sich schuldig, wenn sie Sachen sehen, die sie nicht sehen sollten, und diese Schuld muss man ihnen von vornherein nehmen. Kindern sollte also direkt die Angst davor genommen werden, etwas anzusprechen. Dies wird auch bei dem nächsten Vortrag Blackout und Versagensangst am 13.03.2019 eine Rolle spielen.